Добрый день, Major. Рад видеть. Laut unserer Leute in Frankreich arbeiten die Alliierten an zwei neuen Fahrzeugen. Dem Tarntransporter und dem Chronopanzer. Es ist nicht im Interesse der Sowjetunion, dass diese Fahrzeuge einsatzfähig werden. Tun Sie das Nötige. Stehlen Sie die Prototypen und setzen Sie sie gegen Ihre Erfinder ein. Unser Feind darf nicht über einen Chronopanzer verfügen. Idite. Na los. Die Alliierten haben eine neue Waffe namens Chronopanzer entwickelt. Technologisch scheint sich dieses Fahrzeug an der verhassten Chronosphäre zu orientieren, weshalb es einen Zeitsprung durchführen kann. Die Alliierten testen ihre neue Waffe auf einer Insel, die rechtmäßig dem Sowjetreich gehört. Neue Waffe hin oder her, wir werden diese Insel zurückerobern. Errichten Sie eine Basis und stellen Sie Truppen auf. Die Alliierten haben durch das Gelände einen Höhenvorteil, doch lassen Sie sich nicht von ihnen stoppen. Säubern Sie die Insel restlos von den Alliierten. Verstärkungen. Ja, und damit moin moin, herzlich willkommen bei den Sowjets, meine Freunde. Ja, nachdem wir General bei den Alliierten geworden sind, geht es jetzt weiter mit der Vergeltungsschlagserweiterung von den Sowjets. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, wir sind hier im schönen Frankreich unterwegs, auf einer kleinen Insel, bei denen die Alliierten wohl ihre neuen Chronopanzer testen. Und das können wir natürlich nicht einfach so erlauben. Von daher sind wir da, um das aufzuhalten. Ja, gucken wir mal, was uns erwartet. Wir hatten gesagt, wir sind auf einer Insel und die Gegner sind wohl über uns. Also mal gucken, was alles über uns steht. Wir sind auch unten links in der Ecke. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, vom Westen kann da schon mal nichts kommen. Ich würde sagen, hier haben wir schon mal unser erstes Erzfeld. Das ist also unser zweites Erzfeld. Das ist schon mal sehr gut. Der Erz scheinen wir hier satt zu haben. Das heißt, wir können direkt schon mal eine schöne Produktion hochziehen. Und ja, ich freue mich schon mal drauf, die neuen Spielzeuge auszuprobieren. Ne? Tesla-Panzer, Tesla-Infanterie. Das ist der erste Chronopanzer. Das geht aber früh los. Neue Bauoption. Dann bauen wir mal direkt eine Waffenfabrik, beziehungsweise ein paar Schützen. Die sind ja eigentlich ganz gut gegen den, wie wir selber feststellen durften. Der Schaden an Gebäuden. Natürlich auch der Schwierigkeitsgrad, der da eine Rolle spielt. Ne? Mal ein bisschen auseinander, dass ihr nicht alle Schaden abbekommt. Und eigentlich kann ich reichen drei Infanteristen. Hier oben haben wir eine Brücke. Das ist tatsächlich, ne? Wahnsinnig, wie gut die Infanteristen gegen einen Chronopanzer sind, wenn man die Preisunterschiede bedenkt. Das ist ja interessant, die sprengen ihre eigene Brücke, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich hoffe, die sprengen da nicht irgendeinen wichtigen Zugang. Hier sind leider auch ein paar Infanteristen. Da kommt schon der nächste Angriff, wie ich das sehe. Das geht schon direkt heiß her. Kannst du da unten lang? Gott sei Dank ist gleich unsere Waffenfabrik fertig. Ja, ich baue hier nach rechts, dass wir hier zu dem Erzfeld kommen. Zwei Erztransporter brauchen wir auf alle Fälle. Und eigentlich auch noch eine zweite Erzraffinerie. Die können wir gleich mal hier hinbauen. Beziehungsweise zuerst mal brauchen wir Geld. Das ist Wahnsinn. Hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr auf Eco setzen sollen. Das wird doch jetzt ganz schön knappig. Ich hoffe, den Jeep kriegen wir noch irgendwie besiegt. Das schafft er leider nicht. Also ein Jeep kann auch nicht ganz so viel anrichten. Da mache ich mir jetzt nicht die allergrößten Sorgen. Die Raketeninfanterie ist ja eher schon schlimmer. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel Credits investieren, um Infanterie zu bauen. Vor allem, weil wir die nicht teilen können als Sowjet. Wir haben ja keinen Zugriff auf Medics und Co. Dafür kriegen wir Hunde und Tesla-Infanterie. Also ich weiß gar nicht, ob wir die schon freigeschaltet haben. Irgendwann kriegen wir auf alle Fälle Tesla-Infanterie. Das haben wir schon gesehen bei dem Gegner. Da kommt wieder ein Lease-Angriff. Das geht hier wirklich nonstop. Ich hätte nicht mit gerechnet, dass das so eine Mission ist, dass wir wirklich hier permanent nur drin sind. Ich meine, das ist immer noch die allererste Mission in Frankreich, aber na gut. Muss ja nicht immer nur so ein langweiliges Aufbauen sein, ohne Gegenwehr. Da hätte ich auch direkt erstmal zwei Erzraffinerien bauen sollen, dass wir einen vernünftigen Geldfluss haben. Beziehungsweise für eins von den beiden entscheiden. Erzraffinerie und Erztransporter gleichzeitig bauen ist auch nicht das Allereffektivste.
Hier geht's schon mal rum, das ist schon mal ganz gut. Hier ist sich auch schon Erz, das ist auch schon mal ganz gut zu wissen. Gestoppt. War das mal gerade fertig. Abgebrochen. Das wir hier hinpflanzen können. Ja, so sollte das ganz gut sein. Und ich würde sagen, für die nächsten Angriffe bauen wir mal ein paar Tesla-Spulen. Die sollten hier ohne Probleme mit den Panzern fertig werden. Ja, Sir, melde mich wie befohlen. Ihr könnt hier unten schon mal lang erkunden. Wir werden ja wohl noch keine Infanteristen stehen, hoffe ich mal. Wird gebaut. Dann stellen wir hier eine hin. Hier scheinen wir immer runterzukommen. Von hier oben kann ja nichts kommen. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und hier rechts vielleicht noch, aber ich würde sagen, hier parken wir dann unsere Armee und dann sollten wir auf beiden Seiten abgesichert sein. Weil es geht ja auch nicht mehr viel weiter nach rechts. Oh, weiter bist du nicht gekommen? Oder ist da ein Schattengenerator? Wird gebaut. Geht auf alle Fälle schon mal die erste. Der erste richtige Angriff kommt hier schon, wie ich das sehe. Konstruktion abgeschlossen. Rechts oder links? Ich glaube, wir fahren nach links, wie ich das sehe. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Hopp, hopp, hopp. Unser Stützpunkt wird angeschlossen. Dann hättet man lieber auf die Artillerie schießen sollen. Konstruktion ich kann nämlich im Zweifelsfall über die Mauern drüber schießen. Das mit den Erz ist hier so ein kleines Problem. Das müsst ihr einmal bitte absammeln. Und wo möchtest du hin? Weiß er selber nicht. Abgekommen. Ja, Sir. Wird gebaut. Und hier unten einmal. So, jetzt können wir da auch gleich ein paar Mauern hinziehen, dann ist sie erstmal geschützt. Wir haben auch ein bisschen mobile Abwehr mittlerweile schon. Oh, wir können Tesla-Panzer bauen. 1500 starke Infanterie und Fahrzeuge. Verschlüsselt und stört die Minicut des Gegners, wenn sich die Einheit in der Nähe des gegnerischen Radarstation befindet. Echt? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Man lernt auch immer was Neues. Das ist natürlich ärgerlich, dass sie hier oben runterschießen können. Hätte ich. Ja gut, aber ich konnte sie nicht weiter nach unten parken. Vor allem wollte ich nicht, dass sie meine Truppen blockieren. Ja, ich würde sagen, wir brauchen mal ein Reparaturfeld. Am besten schön weit an der Front. Da müssen wir nicht so weit fahren. Du bleibst noch ein bisschen in Bewegung. Du sollst eigentlich angreifen. Ich würde sagen, wir können mal ein paar Tesla-Panzer bauen. Aber wir werden auf alle Fälle auch schwere Panzer bauen. Die sind einfach ein guter Allrounder, den kann man immer gebrauchen. Abgeschlossen. Okay, das ist ein Problem. Kriegen wir die aufgehalten? Was kann Tesla Trooper aufbauen? Ich würde sagen, die Tesla-Spule sind wir los. Wir haben Gebäude, haben leider keine Chance gegen ohne Panzer. Dafür sind die viel zu mächtig und auch Fahrzeuge sind relativ schwach im Vergleich. Infanterie. Ich glaube, wir müssen einfach ein Kontingent an Billobob-Infanteristen in der Basis lassen, die sich dann mit den Monopanzern beschäftigen können, wenn die sich hier rein teleportieren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Oh, 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 das ist doch bestimmt wieder, wie heißen sie? Genau, Invasoren drin, das habe ich mir schon fast gedacht. Schnell überfahren, bevor die hier noch was einnehmen. Einheit bereit. Wird gebaut. Die haben sie schon wieder zugemacht. Konstruktion abgeschlossen. Wir brauchen auf alle Fälle mal eine Radarstation. Interessant, dass wir Tesla-Panzer ohne Radarstation bauen können. Ich glaube, das ist aber auch nur in der Mission hier. Einheit bereit. Er meckert mich schon an wegen Silos. Wird gebaut. Ich mixe mal ein paar Tesla-Trupper rein, dass wir die mal ausprobieren können. Sind mir aber ganz schön teuer, ne? 900 für einen Infanteristen ist auch kein Zuckerschlecken. Neue Bauoptionen. Jetzt ziehen wir das Flugfeld hoch, dann können wir mal ein bisschen die Karte scouten. Kannst du auch schon mal langlaufen. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus, würde ich sagen, für den Anfang, ne? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Das ist wirklich ein Problem, dass sie sich einfach immer rein teleportieren. Aber ganz ehrlich, was soll man dagegen machen? Soll ich jetzt hier alles mit Tesla-Spulen voll pflastern, die auch noch schwach gegen die sind? Wir müssen halt wirklich eine mobile Verteidigung aufbauen. Die Tesla-Panzer sind keine Lösung dagegen. Beziehungsweise auch Tesla-Infanterie natürlich. Aber es ist ja die gleiche Schadensart.
Also wenn Tesla-Infanterie schlecht ist, sind auch Tesla-Panzer schlecht. Ja, sofort. Bereit zum Einsatz. Ich lass mal hier so ein Fünfer-Stack einfach stehen und die anderen, weiß ich nicht, können hier oben bleiben. In Ordnung. Ich brauche trotzdem ein paar Tesla-Panzer, einfach weil die nice sind. Raketen, V2s auf alle Fälle und Technologie-Center. Mal sehen, was wir hier noch alles freischalten können. Du darfst dich reparieren lassen, ihr kommt hier mit dazu, dann haben meine Panzer nämlich auch ein bisschen mehr Reichweite. Vor allen Dingen sind sie ja noch gut gegen Infanterie. Das ist nämlich ein wunderbarer Mix. Dafür halten die halt nichts aus, die Tesla-Panzer. Deswegen muss man auch immer schwere Panzer dabei haben. Einfach als, ja, als Tanks so gesehen. Das ist nicht so gut. Ich meine zu, dass ihr die Raketeninfanteristen als erstes ausschaltet, bitte. So, dann gucken wir mal, was wir noch an Technologie hier bekommen. Unterstützpunkt wird angegriffen. Gebaut. Das schafft sie, aber gerade so. Repariert. Da seht ihr mal, wie schwach die dann sind. Erwarte ihre Im Vergleich. Finanzmittel. Ja, Sir. Ja, Sir. Oh, uns geht echt das Geld aus. Ja, wir haben ja schon alles abgeerntet, ne? Hier ist alles weg, hier ist alles weg. Und ihr tanzt da oben irgendwie rum. Das ist natürlich auch nicht so zielführend. Müsste ich nicht eigentlich mindestens 4 Sammler haben? Ja, Sir. Oder habe ich einen verloren? Achso, der Einheit steht hier. Repariert. Ja, sehr gern. Einheit bereit. Ja, Sir. Hier ein wird gebaut. Zack. Hier ein ja, gut, ich glaube, wir müssen gleich mal ein bisschen in die Offensive gehen, ne? Ich wollte eigentlich noch ein bisschen den Einheiten ein bisschen rumspielen, ehrlich gesagt. Mal gucken, was wir hier noch schon zur Verfügung haben. Aber wenn uns jetzt hier das Geld ausgeht, ist das natürlich keine Lösung. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Die Einheiten verteilen. Sehr gern. Melde mich wie dass hier alles so ein bisschen geschützt ist. Ihr solltet euch vielleicht da nicht unbedingt beschädigen lassen. Das kostet immerhin Geld jetzt reparieren. Ich habe ja leider keinen Zugriff auf den Mechanic als Sowjets. Den Luxus hat man leider nur als Alliierter. Also ich hätte Flammenwerfer-Infanterie noch. Dafür kriegen wir halt hier Flammenwerfer, Tesla-Trooper und ja, Hunde auch irgendwie. Aber leider keine Medics und keine Mechanics. Und der Mechanics war teuer, aber über Zeit rechnet er sich halt schon. Ja, können wir sonst noch irgendwas Wichtiges bauen? Hundezwinger vielleicht noch. Gestoppt. Ein paar Fallschirme wieder abwerfen, ne? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, da war ich nicht mehr schnell genug. Konstruktion abgeschlossen. Das ist ganz gut, dann haben wir immer eine mobile Verteidigung, die wir dann abwerfen können, wo wir sie brauchen. Diese Tesla, die Chronopanzer. Wahnsinn. Ich wünschte mal, die wären so stark gewesen, als ich die gespielt habe, aber gut, da macht dann der Schwierigkeitsgrad viel aus, ne? Einheit repariert. Ich will mal ein paar weiter rechts haben. Ich weiß ja nicht, wo die sich hin teleportieren. Dass sie mir irgendwas Wichtiges hier noch snipen. Na, dann müssen wir einfach mal irgendwo hinbauen. Ja, damit haben wir den kompletten Tech-Tree hier freigeschaltet. Also, Tesla-Trooper haben wir schon ausprobiert. Sind halt, ja, gut gegen Infanterie und im Prinzip auch gegen Panzer, aber ach, gegen Panzer gibt es Besseres. Nichtsdestotrotz, unsere Armee ist schön groß. Wir haben zwar keine V2s, aber wir haben die Tesla-Panzer. Die sollten dann ja auch ganz gut gegen Basisabwehr sein. Und ich würde sagen, wir marschieren hier mal hoch. Ich sehe gerade, wir haben auch gar kein Spionageflugzeug, ne? Natürlich ärgerlich. Dann hat sich das mit dem Scouten wohl ein bisschen erübrigt. Einmal den Erztransporter ausschalten. Gereicht. Das sieht mir nach einem Schiff aus, ne? Was das schießt. Da ist es natürlich ungünstig. Ich hoffe nicht, dass die mich mit Schiffen angreifen. Ich möchte ja keine U-Boote bauen. Das ist immer ein unnötiger Kostenfaktor. Okay. Hier unten kommt ein riesiger Angriff. Nein, damit habe ich aber nicht gerechnet. Okay. Hier kommt auch ein großer Angriff. Oh, ich glaube, ich habe das ein bisschen unterschätzt, was die Gegner hier aufgefahren haben.
weiß nicht, ob wir irgendwas hier Spezielles getriggert haben oder ob das der normale Angriffswelle ist, aber das war wirklich eine Menge. Und die sind auch noch alle ganz schön angeschlagen. Ich kann nur hoffen, dass ich die jetzt nicht verliere. Ach, Gott sei Dank. Tesla-Panzer. Schöne Gefährten. Gestoppt. Ja, die müssen wir erstmal hochreparieren. Die sind ja extrem angeschlagen, meine Fahrzeuge hier. Infanterie darf hier hochgehen zum Deffen. Bestätigt, in Ordnung. Was haben wir verloren? Mein Technologie-Center brauchen wir nicht mehr bauen. Wir haben alles freigeschaltet und es bleibt freigeschaltet. Einheit repariert. Energie haben wir auch genug. Ein bisschen die Radarstation will ich nochmal nachbauen, einfach für den. Wird repariert. Ja, damit es einfach einfacher ist, ne? Ist so ein bisschen blöd, wenn man das Radar nicht sehen kann. Kesserspule werde ich auch nicht mehr nachbauen. Das lohnt sich aber nicht. Die wird zu schnell gesniped von den Bonopanzern. Konstruktion abgeschlossen. Und jetzt haben sie nicht meinen Bauhof gesniped. Flugfeld ist ganz nett. Das baue ich auf alle Fälle nochmal nach. Einfach für die Gratis-Infanteristen, ne? Heli könnte man gebrauchen, aber ich vermute mal, die haben Flugabwehr. Wird repariert. Und das wäre mir auch preislich zu teuer. Ein Heliport alleine kostet 1500 und jedes Mal, wenn man einen doofen Heli verliert. Neue Bauoptionen. Da haben wir, glaube ich, nicht mehr die Mittel für, dass wir hier Luft und Boden gleichzeitig gehen können, leider. Einheit repariert. Wir können das auch nicht unterbinden, dass sie sich hier rein teleportieren, ne? Nee, leider nicht. Wir könnten vielleicht einen Bauern drumherum ziehen, aber hilft auch nicht gegen die Raketen. Die schießen ja leider drüber. Jawohl. Wird repariert. Ja, Sir, in Ordnung. Schaltet mal die Infanterie da bitte aus. Bestätigt. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Zumindest geht die Reparatur schon mal ganz gut voran. Wir haben auch wieder ein bisschen Geld gespart. Wird gebaut. Ja, Sir. Bestätigt. Das heißt, wir können gleich mal einen Angriff wagen. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Ich hoffe mal, dass das nur wirklich so eine Einmalaktion war, dass da jetzt so eine riesen Angriffswelle gekommen ist. Und das jetzt nicht jedes Mal kommt, wenn ich nach oben fahre. Sonst ist die Mission doch deutlich schwerer, als ich erwartet habe. Vor allem für die allererste. In Ordnung. Bestätigt. Vielleicht habe ich auch zu passiv gespielt, dass der Gegner sich einfach zu viel aufgebaut hat, ne? Computer bleiben ja nicht stehen und machen nichts. Sie bauen ja auch auf. Wenn die dann erstmal ihre große Armee haben. Setzen die natürlich auch ein. Wird gebaut. Soll ihnen ja auch gegönnt sein. Wird repariert. In Ordnung. Aber wir versuchen es einfach nochmal. Hoch geht's zum Erzfeld. Da muss ja auch der Sammler sein, den wir dann snipen können. Bestätigt. Bestätigt. Dann probieren wir das Ganze nochmal. In Ordnung. Ja, ich hätte gedacht, dass es ein bisschen schneller geht mit dem Tesla-Panzer. In Ordnung. In Ordnung. Ich glaube, die sind auch schwächer in dieser Mission, beziehungsweise in dem Expansion. Die haben hier so einen Delay. Bestätigt. Bestätigt. Ja, stehen bleiben, bitte. Die wollen wir auf alle Fälle nicht verlieren, dafür sind die zu teuer. Deswegen, ihr dürft schon mal runter zur Reparatur. Ihr kümmert euch um den Sammler. Dafür sind die natürlich ausgezeichnet, ne? Weil die in der Bewegung halt immer voll treffen. Wird gebaut. Erwarte ihre Befehle. Ja, Sir. In Ordnung. Melde mich, in Ordnung. Bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug. Melde mich, ihr kommt nach oben. Ihr geht zur Reparatur. Und dann schauen wir mal. Sind unsere Truppen zwar nicht mehr ganz so groß, aber ich repariere die lieber, bevor ich die verliere. Müssen wir ein bisschen haushalten. Die Map ist nicht mehr allzu groß. Und allzu voll mit Ressourcen. Irgendwas Dickes schießt auch wieder auf uns. Wird gebaut. Oder sind hier Minen? Das kann natürlich auch sein. Irgendwas explodiert hier doch die ganze Zeit. Was können auch Minen sein? Da werden jetzt natürlich V2 sehr schön angebracht. Ich werde mich einmal ein bisschen rausziehen, bevor ich hier noch mehr verliere. Verstärkungen sind eingetroffen. Einmal meine Verstärkung hochbringen. Mit Tesla-Panzern kommen wir da ohne Probleme durch. Die können die outrangen. Ja, ich lasse die Infanterie mal lieber hier stehen. Aber die scheinen ja immer von hier links zu kommen. Also verteilen wir uns mal hier, würde ich sagen. Wird repariert.
Auf alle Fälle zusehen, dass sie kein Geld mehr bekommen. Die Armee der Gegner darf nicht noch größer werden. Ist schon zu groß, meiner Meinung nach. Ich will mal ein bisschen erkunden. Kannst auch hier oben erkunden gehen. Schade, dass wir keinen Spy-Plane haben. Dass wir nichts vernünftig erkunden können. Ich glaube, wir werden tatsächlich eine Werft bauen müssen, um die schweren Kreuzer da zu besiegen. Die sind mir doch ein bisschen haarig da. So, jetzt eine Reparatur. Ihr bleibt hier schön stehen. Den verteilen, dass ich keinen Flash-Schaden bekomme. Hier ist der nächste Schattengenerator. Okay, das ist keine. Das sind, glaube ich, tatsächlich die Türme, die mich da beschossen haben. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Gestoppt. Oh doch, da ist es. Genau das habe ich gemeint. Unzureichende Finanzmittel. Ist natürlich jetzt ärgerlich, wenn er jetzt hier meine Gebäude sniped. Bestätigt. Sehr gern. Einheit verloren. Okay, Infanterie ist da keine Lösung. Da können wir nur unsere Panzer hinschicken und hoffen, dass wir das irgendwie gelöst bekommen. Fahr da mal bitte runter, dankeschön. Wir haben wieder was verloren. Jetzt mal die Erzraffinerie. Ich wollte eigentlich keine U-Boot-Werft bauen, aber das hat sich jetzt gerecht. Das war so teuer jetzt, dass ich keine U-Boot-Werft gebaut habe, dass ich sie auf alle Fälle hätte gelohnt. Aber gut, das kann man vorher nicht wissen. Wir gehen jetzt in den Angriff über, würde ich sagen. Unsere Armee ist groß genug. Nach dem kleinen Tamezzo haben wir irgendwas Wichtiges verloren. Bis auf die Erzraffinerie. Hat die überhaupt? Ich glaube, mein Kraftwerk stand da. Nö, nichts eigentlich von Bedeutung, was wir hier verloren hätten, ehrlich gesagt. Also nichts, was wichtig genug wäre, dass wir da nachbauen müssten. Eigentlich sollte dem Gegner mal langsam das Geld ausgehen, wenn man bedenkt, wie viele Sammler wir jetzt hier schon gesniped haben. Nadelöhr bitte durch. Nicht oben lang, wenn es geht, weil ihr dann da oben in den Kanonenturm reinfahrt. Na gut, dann fahr oben lang. Ich bin immer wieder überrascht, dass der oben lang fahren will, auch der ist, der am meisten beschädigt ist. Ich sag ja, die KIs der Einheiten, die scheint doch irgendwas auszusagen. Die Beschädigten halten sich irgendwie immer am dümmsten. Tesla-Panzern hier einfach alles zu fressen. Warten wir nach vorne, dass er in Reichweite kommt. Einmal die letzte Gegenwehr besiegen. Und dann sollte das Problem ja auch gelöst sein. Wo haben wir denn den Bauhof? Irgendwo haben sie noch... Ja, der wird jetzt abgeschossen, den kann ich dann nicht mehr rechtzeitig rausgezogen. Wo ist denn der Bauhof? Man kann ja auch die Basisverteidigung zerstören, aber das ist nicht ganz so effektiv. Ja gut, dann machen wir erstmal das Geld. Vielleicht ist ja auch hier links der Bauhof. Bunker haben wir auf alle Fälle in Massing gebaut. Meine Güte. Kann es auch übertreiben. Hier geht doch mal zur Reparatur. Ich dachte eigentlich, dass sie hier oben nicht unbedingt beschädigt werden, aber mit so vielen Bunkern und Anlagen hätte ich nicht gerechnet. Die machen da natürlich auch meine Panzer leider platt. Hier kommt einmal mit rum. Hier könnt ihr ein bisschen mit helfen. Die. Also bleibt mal hier unten stehen, falls da wieder was kommt. Ja, ich kann noch ein bisschen Infanterie abwerfen, die können mir ein bisschen helfen. Verstärkungen sind eingetroffen. Melde mich wie
in Ordnung. Bestätigt. Bereit. Bestätigt. Vor allen Dingen, wenn hier scheinbar irgendwo noch Dinge versteckt sind. Ich meine, die haben sie anscheinend schon in der Zeit oder haben sie den nachgebaut? Ja. Aber diese Bomben bringen eigentlich nie wirklich was. Die sind einfach zu langsam. Und das, was man bomben könnte, ist durch die KI in der Regel sowieso durch Flugabwehr geschützt. Mehr sowas, was die KI gut gegen einen selber benutzen kann. Einheit verloren. Seht ihr? Ich habe nicht mal ein Kraftwerk kaputt zu machen. Irgendwo ist hier eine Flugabwehr, die zerstört dann das Flugzeug. Da ist doch der Zerstörer. Der war gar nicht so weit im Wasser, wie ich gedacht hatte. Hätte ich da gar nicht wegfahren brauchen. Ja, seid ihr repariert? Immer noch nicht. Ja, Wahnsinn. Oh gut, ich würde sagen... Ja, ach nee, ich lasse mal lieber unten stehen. So, wo ist der Bauhof? Der muss hier doch irgendwo stehen. Ich glaube nicht, dass die Basis kein Bauhof hat. Alles so angeschlagen bei mir. Natürlich, der sich bewegen soll, bewegt sich nicht. Okay, wir werden doch mal einen ganz kurzen Abstecher zur Reparatur machen. Die sind hier alle schon fast One-Shot. Das muss nicht sein. In Ordnung. In Ordnung, ja, Sir. Zack, zack, zack. Ihr Einsatzfahrzeug. Du kannst dich hier oben sammeln. Du kannst hier mit euch dazustellen. Ihr dürft auf alle Fälle weiter kämpfen. Und die neuen Tesla-Panzer dürfen auch Gesellschaft leisten. Der Rest geht sich gleich erstmal reparieren. Mit der nächsten Infanteriewelle sollten wir das oben Problem lösen. Das Problem ist, sie halten halt wirklich gar nichts aus. Ne? Ein Schuss sind die alle platt. Jetzt meckert er mich schon wegen Silos an. Konstruktion abgeschlossen. Melde mich wie befohlen, in Ordnung. Zack, zack, zack. Konstruktion abgeschlossen. Wunderbar, ihr prügelt euch da einmal bitte durch. Wolltet ihr euch nicht reparieren? Oder habt ihr jetzt doch keine Lust? Einheit verloren. Wird repariert. Ja, vielleicht sie doch nicht zurückziehen brauchen, aber was soll der Geiz? Wir müssen ja auch nicht unnötig unsere Leute opfern. Überrascht, dass ich immer noch nicht den Bauhof gefunden habe. Und ich frage mich immer die ganze Zeit, wo die Panzer noch herkommen, aber die scheinen einfach hier nur versteckt zu sein. Oder haben die jetzt tatsächlich noch eine Waffenfabrik? Also es nimmt kein Ende, die Basis. Jedes Mal, wenn man denkt, okay, jetzt sind es nur noch ein paar restliche Gebäude, geht es auch nochmal weiter. Wieder mit Verteidigungsanlagen, Bunkern und Panzern, die einfach random rausgefahren kommen. Mehr Tesla-Panzer, die haben sich bewährt. Ein bisschen Verstärkung abwerfen. Panzer darf mit dazukommen. Jetzt haben sie tatsächlich sogar wieder Energie bekommen. Nein, bitte. Langsam muss die Basis nochmal zu Ende sein. So weit kann das hier nicht nach oben gehen, oder? Zack, da ist der nächste Verteidigungsturm. Da ist der nächste Verteidigungsturm. Also ich sag ja, es nimmt kein Ende. Ah, hier ist die Chronosphäre. Ich weiß gar nicht, dass sie eine Chronosphäre haben. Einheit verloren. Ihr dürft einmal nach unten, ihr dürft nach oben. Nachschub nachbringen. Genau, ja, Sir, schieß sie mal aus Sicherheitsabstand kaputt. Einheit. Wir haben auch endlich den Bauhof gefunden. Ja, Sir, gebaut. Wahnsinn, wie viel Bauhof es noch gibt.
Dann war das doch kein Fehler, die einen zurückzuziehen. Die wären nämlich schon alle kaputt gewesen, die halt noch einen Hitpoints hatten. Hätten ja halt im Leben nicht überlebt. Aber ja, ich würde sagen, wir haben alles weit ausgelöscht. Das sind jetzt noch die letzten Gebäude. Ich glaube, Vieh kommt hier jetzt bestimmt nicht mehr. Und dann haben wir nämlich gewonnen. Dann sehen wir uns nämlich schon in der zweiten Mission in Frankreich wieder. Und er verkauft sogar. Ist natürlich sehr nett. Das macht die Sache natürlich einfach und beschleunigt sie auch ein bisschen. Doch erheblich knackiger geworden, als ich gedacht habe, für die allererste Mission. Einsatz. Aber gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, technisch ist jetzt auch alles wieder einwandfrei. Ja, ciao, ciao.